Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lego Harry Potter, die nächste nachkommentierte. Ja, letzte Folge hat Harry Potter seinen Expecto Patronum Zauber gelernt bei Professor Lupin. Und wir waren bei Hagrid, der anscheinend Krätze gefunden hat. Rons Ratte, die zahme Ratte, die jeder Schüler hat ja hier so ein Haustier und Ron hat ja seine Ratte. Und Krätze wollte abhauen. Die ist momentan so ein bisschen rumtreiberisch veranlagt und unterwegs. Und als Ron dann mit Krätze unter der peitschenden Weide lag, kam der schwarze Wolf angejumpt und hat sich Ron erstmal geschnappt und unter die peitschende Weide gezogen. Ich weiß, wer das ist. Da es aber durchaus sein kann, dass hier Leute auch zuschauen, die die Geschichte von Harry Potter gar nicht kennen, möchte ich jetzt nicht erzählen, wer das ist. Sondern einfach mal wieder so ein bisschen frei von der Leber weg hier nachkommentieren. Und lasst euch überraschen. Ihr werdet es erfahren. Denn hier ist einiges nicht so, wie es scheint. Zauberei. So, jetzt kommen wir hier aus dem Loch nach vielem Hin und Her probieren wieder raus. Endlich. Wobei ich mich gleich wieder aufgeregt habe darüber, dass einen die Charaktere hier teilweise wirklich gegenseitig behindern. Das nervt mich so ein bisschen in den Lego-Spielen. So gut sie sind. Hier zum Beispiel ist Hermine auf mich draufgesprungen, weshalb ich wieder runtergefallen bin. Da steht sie mir im Weg. Das ist teilweise schon wirklich nervig. Da ist sie abgestürzt. Ausgleichende Gerechtigkeit hier. Jo, hier müssen wir uns durch das Wurzelwerk unter der peitschenden Weide gerade durchkämpfen und ich habe versucht, alle Stats mitzunehmen und mit diesen Ambossen schalten wir hinten, oder dadurch ziehen sich da die Wurzeln zurück und wir müssen irgendwie die Wurzeln alle wegbekommen. Wie gesagt, die Stats wollte ich alle einsammeln und tatsächlich, so viel Spoiler ist schon mal vorweg, ist es mir bei diesem Level wirklich mal gelungen, sehr, sehr viele Stats zu farmen, wo ich wirklich mal, ja, so ein bisschen stolz bin ich da schon drauf, weil ich das ganz oft nicht wirklich hinbekomme. Aber gut, so, und damit war die nächste Wurzel weg und es blieb noch eine letzte und ich hatte jetzt die Hälfte schon aller Stats, gar nicht so daneben, ne? Erst einmal Hermine angeschossen. Ich meine, wer im Weg steht, muss damit rechnen. So, und drauf gehüpft und dann ging das wieder nach oben. Das hatte jetzt schon fast wirklich so ein bisschen was von Jump and Run, muss ich tatsächlich sagen. Hier musste ich jetzt gucken. Da hinten, da hängen diese zwei lilanen Kugeln, die da runter zu schießen und dann auf diese violetten Teile dazu drauf zu legen, damit sich der Druck hier bei dem letzten Wasserstrahl erhöht. Und der mich entsprechend hochkatapultiert, so wie er soll. So. Erstes schon mal verschlossen. Da kam dann hier diese Pflanze raus, die direkt noch geplatzt ist. Also wirklich dieses Level, jede Menge Stats. So. Die zweite Kugel war mir in der Zwischenzeit schon runtergefallen. Die habe ich etwas blöd platziert. Aber zack, fertig. Und hier wollte ich das natürlich auch noch einsammeln. Ja, und ihr seht, dann kommt da halt genug Druck auf dieses letzte Loch, um einen hochzuschießen. Und tatsächlich war ich diesmal relativ happy. Zwar habe ich das jetzt in der letzten Folge mit der peitschenden Weide ziemlich verkackt, dass ich da so lange gebraucht habe. Yay, offen. Aber hier unten im Wurzelreich bin ich doch eigentlich relativ gut vorangekommen. Das ist ja schon, das hat so ein bisschen Seltenheitswert bei mir. So, das Wappen von Hufflepuff haben wir noch bekommen, dafür, dass wir die Blümchen zerschossen haben. Wieder Hermine runtergekickt und ab ins Haus. So, ja. Und Krätze ist wieder abgehauen, das blöde Vieh. Und dann musste ich jetzt hier gucken, dass ich den unter den zappelnden Möbeln, unter den wackelnden Möbeln, ich den rausgeschossen bekomme. Da musste ich erstmal, oder ich habe erstmal geguckt, hey, kann ich das irgendwie mit Wingardium Leviosa anheben? Nee, geht nicht. Und dann kam ich irgendwann auf die glorreiche Idee, die Möbel doch einfach anzuschießen.
das Ganze mit Sirius Black hier weitergemacht. Ihr seht, da sind jetzt jedes Mal, wenn wir so ein Ding wegschießen, kommen da einzelne Teile. So Holzteile, da jetzt der Käse. Das heißt, ihr seht schon, worauf das Spiel hinaus will. Wir müssen tatsächlich eine Mausefalle zusammenzaubern, um Krätze einzufangen. Beziehungsweise, ja gut, Mausefalle, Rattenfalle. Eigentlich eine Falle, wo das Tierchen stirbt. Zum Glück nicht bei dieser Falle, es ist ja eine magische Falle, ne? Ist aber auch ganz schön dumm, Krätze, ne? Wenn er sich davon anlocken lässt. Wenn er genau weiß, dass wir ihn jagen, aber ja. Es hat funktioniert und zack. Ja, das ist der Typ, den wir letztes Mal auf der Karte des Rumtreibers gesehen haben. Der hier auf dem Bild ist neben Lily und James Potter und auch neben Sirius Black. Und Sirius Black zeigt uns nämlich jetzt, wurde es eigentlich schon erklärt? Sirius Black ist Harrys Patenonkel. Dass das Krätze in Anführungsstrichen war. Der die ganze Schuld auf Sirius gelenkt hat. Und da hat das Spiel gar, da hat das Spiel gar keine Erklärung zugegeben am Anfang. Ja, Remus Lupin ist tatsächlich ein Werwolf, der sich bei Vollmond verwandelt und eben zum Wolf wird. Und dann ist er halt auch nicht mehr Herr seiner Mächte, ne? Also er ist dann nicht mehr Herr seiner Gedanken und geht dann eben auch auf alles los, weshalb Sirius Black in seine Hundeform gegangen ist. Und unsere drei gegen Professor Lupin verteidigt hat. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir die beiden irgendwie auseinander bekommen. Ron ist da oben immer noch irgendwie so außer Gefecht gesetzt. Der ist nicht so ganz bei Sinnen. Und ja, von daher müssen wir jetzt in diesem Level ohne ihn auskommen. Macht aber auch nichts. Sind wir mal ehrlich, die meisten Level würde man doch eigentlich rein mit Hermine schaffen. Ich glaube tatsächlich, Hermine kann die meisten Sachen, ne? Die kann diese Bücherschränke, ja, und da haben wir schon den wahren Zauberer. Also wie gesagt, statstechnisch ging es diesmal echt ab. Sie kann genauso viele Zaubersprüche wie die anderen. Sie hat Krummbein, der graben kann. Oh klar, wir haben natürlich auch noch Krätze, den wir in Rohre schicken konnten. Und Harry hat stattdessen eben den Umhang. Aber sie kann halt eben, wie gesagt, auch diese Bücherschränke sortieren oder lesen oder wie auch immer. Also von daher ist es eigentlich in den meisten Fällen wirklich komplett egal, mit welchem Charakter man spielt. Man kommt eigentlich immer gut durch. Hier haben wir jetzt mit Krummbein eben den Kessel ausgebuddelt. Die ersten Teile fand ich jetzt gar nicht schwer zu finden. Das war relativ einleuchtend, dass sich hier was finden wird. Ich wollte es erst aufnehmen, habe dann aber gemerkt, okay, nee, das musst du erst zu einem Skelett zusammensetzen. Düdüm, düdüdüm. So. Und ab in den Topf. Das nächste Teil recht offensichtlich, dass das hinten zu diesem Skelett gehört, tatsächlich, finde ich persönlich. Da habe ich diesmal auch nicht lange gebraucht. Oh mein Gott. Dafür habe ich leider für den letzten Punkt ein bisschen länger gebraucht.
Da bin ich nicht hochgekommen. An diesem Hebel konnte ich ja, kann ich ja halt eher später ziehen. Ich habe es hinterher trotzdem mal einmal kurz ausprobiert. Man kann ja nie wissen, ne? Vielleicht hat Harry jetzt so viel Zaubertrank getrunken, dass er jetzt wie Obelix bärenstark ist. Nein, Quatsch. Das ist eigentlich auch was, so Asterix und Obelix als Lego-Variante. Das wäre auch geil eigentlich. Da gibt es auch so viele Möglichkeiten. Ich bin ja ein großer Asterix und Obelix-Fan. Auch ich mag die Teile unheimlich gerne. Und das wäre schon auch cool. Da gab es auch mal ein Computerspiel zu. Da gibt es tatsächlich sogar auch ein Handyspiel zu, wo ich mal nachgefragt wurde letztens, was ich eventuell auch mal irgendwann zeigen möchte. Nun bin ich halt momentan wirklich so komplett ausgebucht mit Projekten. Ja, was ich mit der Alrauna anfangen sollte, war mir jetzt nicht so wirklich bewusst, weil ich auch hier nirgendwo irgendwie irgendwas gesehen habe. Wie ich da oben an den Kleiderschrank rankomme. Da oben mit diesem riesen Schloss davor, das ist ja ein Kleiderschrank. Ich denke mal, das würde auch wieder nur im späteren Verlauf gehen, wenn man dann halt nochmal dahin läuft. So, ja, ein Blümchen hatte ich gesehen. Dann habe ich mir gedacht, hey, das muss ich auch irgendwie kaputt schießen können, um an die Blüte dran zu kommen. Hey, warum geht das denn nicht? Das ist jetzt irgendwie merkwürdig. Habe ich da den zweiten grünen Pinöppel gefunden, bin aber nicht auf die Idee gekommen, mal auf den letzten Stein zu zaubern. Das bin ich dann erst nach einem Cut, der jetzt jeden Augenblick kommt, dass ich mal gesagt habe, okay, ich gucke nochmal, wo dran das hier vielleicht liegt, was ich machen muss. Ich bin hier noch einmal zurückgegangen und habe hier nochmal die Teile rausgezogen und dann habe ich auch gesagt, komm, weißt du was, ich muss gerade erstmal schauen, wie weit ich hier jetzt noch Möglichkeiten habe, weil eben auch langsam schon wieder meine Festplatte voll wurde. Ich habe hier nochmal gegraben, aber habe da auch nur das Glasteil gefunden, was man mit der Alraune kaputt schreien könnte. Also auch nicht wirklich zielführend. Aber was dann wirklich zielführend ist, das seht ihr dann jetzt gleich nach einem Cut, weil dazwischen kommt jetzt echt nichts Interessantes mehr. So, und jetzt stehe ich hier hinten in der Ecke. Ich habe dann rausgefunden, dass da auch noch ein Stein zum Kaputtschießen war. Mir war es tatsächlich nicht aufgefallen, dass ich vorher die Pinöppel, diese grünen Kugeln auch aus dem Stein rausgehauen hatte. Und da ist dann eben auch die Pflanze mit der pinken Blüte dran gewachsen, die ich hier brauchte. Und fertig ist der Zaubertrank. Gönn dir, Harry, gönn dir. Und bärenstark, wie er jetzt ist, kann er dann natürlich wieder dran ziehen. Schade, dass wir für sowas nicht generell immer Hagrid dabei haben. Der kann ja auch so da dran ziehen. Und dann ist mir auch gefallen, halt, warte, das ist ein Fall für Krummbein. Der muss ja da oben graben. Harry wird sich wohl nicht die Fingernägel dreckig machen wollen. Die Viecher, die erinnern mich so an Groot. So, und dann hatten wir da hinten die Leiter, um wieder hinterherklettern zu können. Wobei die beiden Streithähne mittlerweile schon weg waren. Womit ich nicht gerechnet habe, dass wir mit den Viechern hier auch nochmal in Berührung kommen, sind... Tadadada, dicke, fette Spinnen. Warum muss in Harry Potter immer jedes Insekt, was irgendwie eklig ist, in überdimensional großer Größe verfügbar sein? I don't get it. Ich mag Spinnen nicht. Ich bin da komplett bei Ron. Ich bin da echt komplett bei Ron. Da war ich froh, dass sie weg sind. Da kommen nochmal welche. Vor allen Dingen von wo? Vom Himmel? Hallo? Was geht denn da ab? Ich würde mich freiwillig erschießen, wenn es Spinnen regnen würde. Es gibt ja so Videos, wo der Himmel voller Spinnen ist. In irgend so einem Naturschauspiel. Ich würde so sterben. Ich würde so sterben vor lauter Ekel. Ich habe ja keine Angst vor Spinnen. Ich weiß ja, dass mir die Spinnen in aller Regel nichts tun. Natürlich gibt es auch Spinnen, die mir was tun können, aber eigentlich nicht hier. Aber ich finde sie einfach nur so eklig. Ich meine, sie können ja nichts dafür. Vielleicht finden sie mich eklig, weil ich rasierte Beine habe. Weil ich nur zwei Beine habe. Weil ich nur zwei Augen habe. Aber ich... weiß ich nicht. Ich kann mich mit Spinnen nicht anfreunden. Werde es auch nie können. Ist natürlich auch anerzogen. Weil meine Eltern sind da auch nicht der Fan von. Und man sagt ja, dass sowas dann
von den Eltern an die Kinder weitergegeben wird. Irgendwann ist es halt mal entstanden. Aber ja. Ja, und damit war dann auch das Level abgeschlossen. Ah, schön, dieser Zauber. Expecto Patronum ist schon wirklich ein hübscher Zauber. Damit sind wir jetzt auch ziemlich nah am Ende vom dritten Jahr. Und damit kurz vorm vierten und letzten Jahr dieses ersten Teils, auf den ich mich, wie gesagt, wirklich sehr freue. Weil ich einfach den Feuerkelch ganz, ganz toll fand. Vielleicht ist es tatsächlich doch sogar mein Lieblingsteil, noch vor Jahr 2. Auf jeden Fall freue ich mich drauf. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr mich in der nächsten Folge wieder begleiten würdet. Bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich fürs Zuschauen und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!